Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden, heute geht es um die verborgenen Schätze im Leben. Jesus von Nazareth erzählte das Gleichnis vom Schatz im Acker und dieses wird im Neuen Testament der Bibel durch das Matthäusevangelium Kapitel 13, Vers 44 überliefert. Einmal kamen Menschen zu Jesus. Sie fragten, was ist das Himmelreich? Jesus erzählt ihnen eine Geschichte. Das Himmelreich ist wie ein Schatz, der im Acker verborgen ist. Ein Mensch entdeckt den Schatz. Er erzählt aber niemandem davon, was er gefunden hat. Er hält seine Entdeckung noch geheim. Voll Freude geht er hin, verkauft alles, was er besitzt. Vom Erlös aber kauft er den Acker. Jesus hat Gleichnisse erzählt, um menschlichem Handeln eine Richtung zu geben und um Hoffnung zu begründen. Das Symbol Schatz weckt die Assoziation von etwas Verborgenem, Geheimnisvollen. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, einen Schatz zu finden, zu unerwartetem großen Reichtum zu gelangen? Der Fund eines Schatzes könnte alles verändern, die eigene Lebensweise, aber auch die gesamte Einstellung zum Leben. Schätze regen die Fantasie an. Sie symbolisieren das wertvolle, kostbare. Hier geht es um die Freude des Findens, um das Glück, etwas unglaublich Wertvolles erreicht zu haben. Das Leben heutzutage ist eine große Schatzsuche. Da wird die Erfüllung in allem Möglichen gesucht. In der Arbeit, in der Sexualität, in der Kunst, im Konsumieren von Alkohol und Drogen. Manche füllen Woche für Woche einen Lottoschein aus, in der Hoffnung, endlich vom großen Kuchen auch ein Stück abzubekommen. Dabei kann es doch so einfach sein. Das Evangelium, die frohe Botschaft von der Erlösung, ist für uns genauso ein Schatz wie der Krug voller Goldstücke oder wie die einzigartige Perle. Sind wir bereit, dafür alles hinzugeben? Oder denken wir kleinlich, wollen uns absichern, überlegen und verzichten womöglich auf den Schatz? Was könnte für dich ein Schatz im Acker sein? Wenn dir spontan etwas einfällt, dann kannst du ein Foto davon machen und in der Con-App posten. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Familienkirche.